freut mich, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass wir uns zusammengefunden haben. Ja, auf jeden und Fall. Ich denke mal, ich will ein bisschen was über meine Motorsportzeit erzählen. Also es ging los, ich habe also früher von 1972 bis 1978 bin ich auch am BMW 2002 und bin ich Slaloms gefahren, Orientierungsfahrten und eigentlich recht erfolgreich und ab 1978 bis 1980 bin ich dann umgestiegen auf ein Auto Bianchi, bin den Auto Bianchi Pokal auf der Rundstrecke gefahren und später dann auch am Berg. Und das hat mich eigentlich, weil das Auto einfach zu schwach war und das hat mich eigentlich gar nicht befriedigt. 1980 habe ich dann das Auto, den Audi 50 vom Gunter Lemmermann gekauft. Das war der Bigel Audi und bin mit dem erstmal die Anfangsversuche gefahren, um natürlich die Technik zu verstehen. Habe ich dann erstmal einen Lehrgang bei VW gemacht, habe Getriebe studiert, habe Getriebe zerlegt und habe dann später für meine Konkurrenten auch Getriebe repariert. Okay. Hab den Übersetzungen liberal Differentialsperren eingebaut, habe auch, sagen wir jetzt zum Beispiel das Schaltgelenk, habe ich dann praktisch umentwickelt, dass das kurze Schaltwege hat. Das war der Werdegang. Dann habe ich dann den Audi 50 habe ich an einen ehemaligen Mechaniker verkauft und der hat es dann natürlich am Teufelsrückstand zerstört. Also das war 83 und habe dann beim Sigi Welslau angefragt, ob er sein Polo verkauft. Das haben wir dann geregelt. Er ist am 22.10. am Nürburgring das letzte Bergrennen mitgefahren und nach dem Rennen, er hat es natürlich gewonnen, ganz klar, habe ich das Fahrzeug übernommen, hatte aber beim Siegerland-Bergpreis beim Karl-Heinz Messerschmidt seine Anfangsveranstaltung habe ich genannt und bin dann mit diesem Polo aufgetaucht. Kirchmeier Helmut auf VW Polo. Ein ernster Konkurrent. Er beherrscht sein Fahrzeug auch. Ihm trennt ihn am Schluss eine Sekunde. Unterwegs natürlich auf dem Autobahnparkplatz haben wir das Auto umdekoriert. Da war es musste dann Sachs drauf und das war eben. Und habe natürlich auf Anhieb mit dem Fahrzeug gegen meine starke Konkurrenz gewonnen. Während der Polozeit habe ich dann natürlich schon immer geliebäugelt, ja, so ein Gruppe C, das wäre eigentlich der Ball, das für mich der Inbegriff von einem richtigen Rennauto war. Und irgendwann am Sauerlandbergpreis habe ich dann bei meinem lieben guten Freund Dr. Harald Ulm, habe ich dann Probesitzen machen dürfen. Und natürlich, das war für mich eine Ehrfurcht, in dieses Auto einzusteigen. Irgendwann war das dann soweit. Ich habe dann 1985 die letzte Saison im Polo gefahren, habe das an meinen Freund Bruno Höfler verkauft und dann stand ich da, hatte natürlich mit dem Herbert Stenger vereinbart, dass ich seinen Osella PA4 übernehme und es zog sich alles hin und es war Weihnachten, es war Neujahr. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist jetzt? Und da sagt er, ja, ich habe von Osella kein neues Fahrzeug gekriegt, also du kannst den Osella nicht bekommen. Dann ist es natürlich wieder verzögert gewesen und er hat dann mir empfohlen, er hat ein Fahrzeug beim Walter Pedraza und das war eben mein March. Der stand zwar noch jetzt erst in der Schweiz und er musste überführt werden. Ja gut, okay, ich habe das Fahrzeug gekauft, das war ein Rolling-Chassis ohne Motor und das ist dann beim Walter Pedraza ist es mit einem Formel 2 Motor bestückt worden und dann habe ich das Auto übernommen und
bei mir in Deutschland, das war nämlich schwarz lackiert, das war die, damals die schwarze Witwe aus der Schweiz. Und das ist natürlich dann weiß lackiert worden, in Sachs-Design lackiert worden. Und ja, das ging dann los. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt. Aerodynamik, Getriebeübersetzung, Fahrwerkseinstellung. Ich habe dann natürlich auch viel Hilfe vom Herbert Stenger bekommen. Der hat mir seinen Anhänger geliehen, dass ich das Fahrzeug überhaupt erstmal nach Deutschland gebracht habe. Und hat dann natürlich den Chefmechaniker vom Herbert Stenger, das war der Andreas Brandt, der hat mir dann Anweisungen gegeben in Fahrwerkseinstellungen und wie praktisch so ein Gruppe C-Fahrzeug behandelt wird. Es ging los, ich habe also dann Testfahrten gemacht bei uns auf der Karlsbrücke in Scharfheim, bin nach Hockenheim gefahren und das Auto lief wunderbar. Ich habe in Hockenheim mit dem Fahrzeug auf Anhieb 1.02 gefahren, was natürlich eine super Zeit war. Und dann ging das erste Rennen los, das war in Sotzenbach. Ja, es hat geregnet, es hat geschneit, es war eiskalt. Und ich habe mir schon gedacht, Mensch, wieso tue ich mir das an? Du sitzt in der offenen Kiste und frierst dich zu Tode. Oh, April, oder? Ja, natürlich. Und auf jeden Fall, ich bin erst Trainingslauf gefahren. Fahrzeug ging nicht. Also es hat Aussetzer gehabt und auf jeden Fall, ja, ich bin das Rennen zwar zu Ende gefahren, aber das war alles unzufrieden. Und auf jeden Fall dann zu Hause habe ich dann nachgeschaut, habe Filter gewechselt, Benzinpumpe gewechselt und habe gedacht, das Auto fährt. Es ging weiter dann, nächster Lauf, Günzberg und das gleiche Problem wieder. Ich habe alles zerlegt und irgendwann war der Petrazer war auch mit dabei und auf jeden Fall, ich hatte so viel Helfer und dann war ein bärtiger Mann dabei. Und der hat ja sich hervorgetan, hat an dem Auto geschraubt und dann fragte ich den Walter Petrazer, wer ist denn das überhaupt? Ja, das ist der Karl Manzel, das ist der Motorenpapst aus Österreich. Okay. Ja, und auf jeden Fall, der hat mir dann empfohlen, ja, das war eigentlich ein Rundstreckenfahrzeug und hatte zwei 45-Liter-Tanks und durch die lange Stehzeit war eben der Sicherheitsschaum hat sich aufgelöst und hat mir das ganze Pumpensystem verstopft. Also dann habe ich meinen Auftrag gekriegt, das alles zu reparieren. Ich habe dann einen Bergtank eingebaut und dann ging es an Gräberg. Wie viele Liter hat man da gehabt im Tank ungefähr? Das waren, glaube ich, 12 Liter. 12 Liter? 12 Liter Tank reichte für alle Bergstrecken. Ja, auf jeden Fall. Dann kam der Gräberg und das erste Mal lief das Auto optimal. Und im ersten Trainingslauf habe ich den bestehenden Rekord vom Horst Deutsch um 2,5 Sekunden unterbrochen. Ja, und es hat zwar nicht zum Sieg gereicht, der Willi Frenz hat damals gewonnen gegen mich, aber das erste Mal lief das Fahrzeug. So, dann kam 1987, das war praktisch das erste Lehrjahr, war vorbei mit dem March und 87 habe ich dann mit dem Richard König, also für König Motorsport, habe ich dann eine Vereinbarung getroffen. Ich habe die Werkslackierung von König bekommen. Und bin zum ersten Rennen gestartet. Das war natürlich neues Fahrwerk eingebaut. Ich habe in Hockenheim Testfahrten gemacht, im Nassen. Trainingsläufe in Sotzenbach waren auch nass. Erster Wertungslauf kam und ich natürlich mit Intermediate-Reifen gefahren. Und in einer Kurve bin ich dann heftig abgeflogen, weil das Fahrzeug auf Loch gegangen ist. Das war der Auftakt. Also ich denke mal, aber es wurde wieder neu lackiert. Firma König hat das alles wieder geschluckt und hat mir praktisch wieder eine neue Lackierung verpasst. 1988 habe ich dann erstmal ins Auge gefasst, deutsche Meisterschaft komplett durchzufahren.
Und unter Bewerbung von König Motorsport hat eine neue Lackierung drauf und das Fahrzeug war optimal vorbereitet. Ich habe die ersten Läufe, das war Zotzenbach, Gräberg, Dünsberg und Hauenstein. Und dann ging es an Hauenstein. Und am Hauenstein war eigentlich sehr prädestiniert für meinen March. Ich habe also wirklich immer viel Luft gehabt. Und stand bei der Adam Kaminski, der Kamikaze und der... wirklich immer viel Luft gehabt und das Reglement war so, dass ich also jetzt am Samstag war der erste Wertungslauf angesetzt, den habe ich auch mit Vorsprung von Rüdiger Faustmann gewonnen und habe mir überlegt, es geht noch schneller und am nächsten Morgen, die Straße war vielleicht ein bisschen kälter wie am Vortag, habe ich mich dann ganz heftig im Einfahrt in den Wald habe ich mich gedreht bei 200. Tja, und hier passierte es. Im zweiten Rennlauf flog Helmut Kirschmeier auf seinem Gruppe C March von der Strecke. Und aufgeben wollte man ja nicht. Ich habe das Ding gewendet, bin um die nächste Ecke gefahren und habe mich nochmal gedreht. Ja. Es war einfach ja, zu schnell. Er hat sich über seinen Fahrfehler wohl am meisten geärgert. Hast du dich geärgert in dem Moment? Ja klar, natürlich. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Und am nächsten Wochenende in Hamburg habe ich das dann wieder gerade gerückt. Habe dann mit großem Vorsprung das Rennen gewonnen. Und Helmut Kirchmeier, der Pechvogel vom Hauenstein, der dort die Reklame seines Autos den Zuschauern von allen Seiten zeigte, indem er eine eingesprungene Pirouette machte, dann weiterfuhr, nochmals einen Fehler unterlief, sodass er aufgeben musste. Heute lief es bei ihm super. Er kann also damit auch hat damit auch die Möglichkeit, voll zu punkten. Es war am Anfang sehr gut und ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile mit dem March so weit am Ende. Ich muss wirklich auf der letzten Rille fahren. Das Auto ist immerhin Baujahr 76, ist von der Technik etwas überholt. Und ich fahre mittlerweile Zeiten, die an zum Beispiel an Stängerzeiten ranreichen mit dieser alten Mühle. Und ich muss so am Limit fahren, dass eben sowas passieren kann. Und der erste Schnitzer ist mir in Wittlich praktisch passiert. Ich habe mich verschaltet, das war mein eigener Fehler. Und jetzt am Hauenstein. Am Hauenstein lag ich in Führung beim Rüdiger, fast eine ganze Sekunde und wollte dann eben den Rekord vom Herbert brechen und der lag nur noch 14 unter dem, was ich gefahren bin und hat eben einfach zu viel riskiert. Ich bin rausgeflogen. Das ist eben Spott. War eigentlich für mich ein sehr erfolgreiches Rennen. Ich habe sehr viele Rennen gewonnen, bin zudem noch in Österreich gefahren, bin österreichischer Vize-Bergmeister geworden und glaube ich Sechster in der deutschen Meisterschaft. Wenn man jetzt den einen Streicher wegnimmt, also das Hauenstein, das ich praktisch versiebt habe, wäre ich unter den ersten drei in der deutschen Meisterschaft gewesen. Helmut Kirschmeier auf seine March. Auch hier leichte Schwierigkeiten. Habe ich dann den Umstieg geplant. Ich hatte den March habe ich an den Silvio Kalb verkauft und habe dann mir das Fahrzeug vom Horst Fendrich angeeignet, habe das Rolling Chassis gekauft, also ohne Motor und habe dann überlegt, was bauen wir für einen Motor ein. Ich habe halt gedacht, ja, um schneller zu sein,
habe ich mir einen BMW 2,5 Liter Motor von Rantinger gekauft. Und, aber es war ein mechanisch angeschlossener Motor. Der hatte sagen wir ca. 340 PS, aber es hat sich wahrscheinlich dann eben durch die Gewichtsaufballastierung am Fahrzeug hat sich das nicht sehr positiv ausgeführt. Die Elektronikmotoren waren ca. 40 bis 45 mit dem Supersprit vielleicht 50 PS mehr. Und aus dem Grund war ich schon mal von der Seite her unterlegen. Ich bin aber wirklich nur noch sporadisch gefahren, habe eigentlich keine Meisterschaftsambitionen mehr gehabt und bin wirklich nur dort gefahren, wo es mir Spaß gemacht hat. Lokal Matadoren vom König Motorsport Ilsfeld, der auf dem nächsten Auto bin zum Beispiel den alten Donaucup gefahren und da ging es mal nach Polen. Es waren sehr schöne Rennen. Ich habe zum Beispiel in Jelena Góra an der Schneekuppe habe ich dann Streckenrekord und Gesamtsieg gefahren. Es waren einfach mit dem Fahrzeug sehr, sehr unkompliziert. Die Umstellung war zwar nicht so heftig, weil ich ja schon so ein Fahrzeug gefahren bin, aber ich denke mal, das, was ich mit meinem March hatte, hatte ich im Ursela nicht. Okay, das Feeling oder was meinst du? Ja, das Feeling. Und das ging ja so los, ich bin also mehr oder weniger 91 bin ich dann zum Beispiel auch Teile von der Europameisterschaft gefahren. Den ersten Lauf am Rechberg bin ich Zweiter hinter dem Andres Villarino geworden und er hatte mich dann eingeladen, komm nach San Sebastian zum Berg-Europameisterschaftslauf an den Schalzgiebel. Dort bin ich natürlich dann verunglückt, weil sich ein Radträger ist mir gebrochen, weil das war eine Konstruktionsfehler eigentlich von Rosella und bin dann heftig abgeflogen. Und danach musste ich erstmal wieder unverrichtete Dinge nach Hause. Die Karosserie war defekt. Der Erich Übriger hat mir dann mehr oder weniger von Mauro Nesti eine neue Karosserie besorgt. Die Karosserie ist dann auch wirklich geklebt worden und ist wieder hergerichtet worden. Also das war eigentlich nur ziemlich sporadisch mit dem Ursula. Okay, okay. Weil auf deine Videos bist du eigentlich oft zu sehen, deswegen, also egal was ich habe, überall fährst du. Ja, na klar. Das war natürlich mit dem Ursela, das war schon ein richtiger Spaßfaktor. Also ich denke mal, ich war mit dem Auto sehr, sehr zufrieden. Das ging gut, aber ich wusste, dass ich also gewisse Rennen nicht gewinnen kann, weil ich eben motorisch unterlegen war. So, das ging dann weiter. Ich habe also mit dem Ursela 2,5 Liter bin ich dann nur noch sporadisch gefahren, bin also mehr Luxemburger und belgische Meisterschaft gefahren und Rennen, wo mir es richtig Spaß gemacht hat. Ich habe also lieber im Ausland fremde Rennstrecken kennengelernt, fremde Fahrer und bin also mehr oder weniger in Luxemburg und Belgien gerne gefahren, weil ich dort auch örtliche Sponsor hatte. Und bin 89, 90 und 92 Luxemburger und belgischer Bergmeister geworden. Okay. Und wo ging dann der Ursela hin? Der Ursela ist dann nach Luxemburg verkauft worden. Der Nikolaus Brötzen hat meinen Ursela übernommen. Ich habe seinen Formel 2 in Zahlung genommen. Der Formel 2 ging nach Tschechien an den Mechanik und
mittlerweile der Osella müsste sich im Besitz von Dieter Riedel in Bonn befinden. Durch gesundheitliche Probleme, die ich damals schon hatte, habe ich dann irgendwann 94 meine letzte Saison gehabt, 95 habe ich dann mehr oder weniger mit dem aktiven Sport aufgehört. Und dann hatten wir noch die Rallyes, wo da ja, dann später kamen ja eben nur noch historischer Sport dazu. Vielen, vielen Dank, Herr Wurz. Ja, danke schön. Ja.